Hallo und Servus, ich bin's wieder, euer Andi. Und weiter geht's im Kapitel 18, New Devon. Bin ich echt mal, sieht ja echt gruselig aus hier. Bin echt gespannt, was uns jetzt erwartet. So. Überall die Leichen hier. Die Krähen sind auch schon da, aber die haben schon den ganzen Knochen abgenagt, glaube ich. Da ist nichts mehr dran an denen. So, und ich glaube, wir müssen irgendwie wahrscheinlich über diese Mauer. Hier sind schon überall Punkte zum Springen. Probieren wir es einfach mal hier. Okay. So, da hinten sind auf jeden Fall Punkte zum Klettern. Brauche kurz deine Hilfe. Die Dinger sehen nicht stabil aus. Sind sie nicht. Sei vorsichtig. Tut mir leid für die Störung. Oh, da kommt Nathan. Boah. Verzeihung. So, und schon sind wir da. Jep. Lalalala. Ich glaube, da brauche ich Hilfe von meiner Frau. Ja, spring rüber, komm. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, das ist auch nicht schwer gewesen. Ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher Mist, gelesen. Mist! Was? Was? Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Die mal schnell hierher kommen. Ja, noch. Das ist ja Wahnsinn. Na los. Wahrscheinlich ein Hubschrauber oder so. Okay, halt die Augen nach Shoreline zu. Okay. Da geht's nicht lang. Da oben. Ja, wir müssten mal lang kommen. Genau. Gehen wir mal hier runter. Dass mal gut geht. Kann ich da reinspringen, oder dass ich gleich sterbe wieder? Okay. Kann hier reinspringen. Alles okay? So. Geht's hier vielleicht hoch? Jep. Okay, hier geht's glaube ich nicht weiter, oder? Ich glaube, ich muss irgendwie da hoch. Ah, hier ist ein Steg. Dann werden es wieder wahrscheinlich ein Haufen Gegner sein. Ich setze meine Waffe aus, 36 Schuss und 16 Schuss, okay. Hier durch, Vorsicht, Kopf. Hoffe ich mal, dass wir die schnell ausgeschaltet kriegen dann. Den konnte jemand nicht ausstehen.
Okay, jetzt sind wir schon. Haufen Gegner wieder. So, muss jetzt irgendwie schauen, dass ich dann auch gleich eine Deckung habe. Gehen wir hier rüber. Im Gras kann ich mir dann noch verstecken. Bitte? Gar nichts. Ist auch besser so. Versuch's doch. Wir sind bereit. Ich bin. Ja, ich bin auch bereit. Komm her. Der schaut gerade. Okay. Du mal da. All das für einen Mann? Fragst du das echt? Nach der ganzen Geschichte? Schauen wir jetzt mal die Laufwege an von denen. Und drüben, das können wir schlecht machen, aber den hier können wir uns vielleicht schnappen. Ach. Das war nicht so gut. Das eine. Oben ist eigentlich frei. Nochmal. Das für einen Mann? Fragst du das echt? Nach der ganzen Geschichte?
Ja, da komme ich nicht ran, die muss ich fast abknallen. Ja komm, verstehe nicht. Wo sind Elena überhaupt? Das ist echt cool gemacht hier mit dem Tauchen. Da brauche ich irgendwie mal Munition oder sowas. Fast keine Munition mehr. Warte, was war denn hier? Okay, haben wir wieder da wenigstens ein bisschen Munition jetzt. Gegner sind denn es noch?
irgendwas gefunden? Nein, nicht! Verdammt! Wieder 48 Schuss jetzt. Eieieiei. Das ein Scharfschütze. Okay. Oh, Scheiße. Könnte nichts gewesen sein mit den. Ich glaube, es waren bloß zwei Scharfschützen. Oh, das ist zu nah. Okay, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Bist du okay? Boah, jetzt sehe ich das Munition einsammeln. Gehen wir weiter. So, Granaten. Da ist ein Scharfschütze. Ja, das ist nicht verkehrt. Nehme ich diese Waffe mal mit. Jetzt müssten wir ja bald da sein, an dem Anwesen. Was hat der? Scheinerlecker. Gelbe Waffe, aber. Pff. Vielleicht durch diese. So ein Granatwerfer. Sehen wir nach. Lass mich raten, ich muss hier reinspringen. Yep. Gehen wir ein bisschen tauchen. Sowas finde ich geil, so unter Wasser. Unter Wasserhöhlen oder sowas, das ist schon cool gemacht. Darüber, oder? Jupp. Komm, Elena. So, da ist das Anwesen. Und wie es in dem Anwesen aber weitergeht und ob wir jetzt da hinkommen, also hinkommen werden wir bestimmt. Ich hoffe auch schon, dass wir das in der nächsten Folge schon schaffen. Man weiß ja nie, was hier noch Gegner kommen und sowas. Bleibt auf jeden Fall dran. Schaut es euch an. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, ein Daumen nach oben, kostet nichts, genauso wenig wie ein Abo, dann verpasst auch nichts mehr. Bis dahin würde ich sagen, Servus und Ciao, euer Andi.